Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte in diesem kleinen Video eine Einführung in die Arbeit mit Zellbezügen geben. Zellbezüge sind wichtig, weil sie in Excel sich innerhalb von Formeln, innerhalb von Berechnungen auf andere Zellen beziehen möchten. Also kleines Beispiel. Sie haben hier eine 5, eine 4 eingetragen, da eine 5 und Sie möchten es multiplizieren. Dann haben Sie durch diese Bezeichnung hier einen Zellbezug hergestellt. Ich rechne es aus, 20 ist klar. Dieser Zellbezug, der ist jetzt wichtig zu beachten, denn das hier ist ein relativer Zellbezug. Ein relativer Zellbezug bedeutet, dass der Zellbezug sich mitbewegt, wenn Sie die Formel innerhalb von dem Tabellenblatt bewegen. Wie sieht das jetzt aus, wenn ich die Formel innerhalb des Tabellenblattes bewege? Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier sage, ich habe verschiedene andere Werte und möchte jetzt hier vielleicht die Formel kopieren, ja, das ist eine dieser Art der Bewegung, dann könnte ich hier in diese Zelle die Formel hineinfallen lassen. Ich drücke an dieser Stelle also Steuerung C. Und drücke an der anderen Stelle STRG V. Und dann habe ich hier nicht mehr die 20, die ich hier als Wert hatte, sondern ich habe hier jetzt plötzlich die 2. Woraus ergibt sich das? Das ergibt sich jetzt aus der Berechnung von B4 mal C4. Und das sehen Sie auch hier oben in diesem Eingabefeld. Da sehen Sie B4 mal C4 statt wie hier oben. B3 mal C3. Die Formel hat sich also durch das Kopieren geändert und an diese Zellen hier angeklebt. Warum ist das jetzt passiert? Es ist passiert, weil Sie hier in dieser Zelle eine relative Adressierung dieser Zellen verwendet haben. Eine relative Adressierung dieser Zellen B3 und C3. Und dadurch, dass Sie hier diese Zelladressen einfach so aufgeschrieben haben, haben sich hier diese Zelladressen geändert, da durch dieses einfache Aufschreiben gesagt wird, nutze die Zellen in Bezug auf die Zelle, in der sie verwendet werden. Die Zellen B3 und C3 werden in dieser Zelle D3 verwendet. Und wenn man sich das vorstellt in Bezug auf die Zelle D3, B3 liegt zwei Zellen links neben der Zelle D3 und C3 liegt eine Zelle links neben der Zelle D3. Und hier in dieser Zelle, wo ich jetzt mit STRG V die Formel abfallen lassen, die Formel reinkopiert habe, da wird jetzt genau diese gleiche Situation genutzt, um die Berechnung dieses Produkt durchzuführen. Also es wird hier die Zelle 2 links neben der eigentlichen Zelle D4 multipliziert mit der Zelle 1 daneben, 1 links daneben. Und das führt dann zu dem Produkt B4 mal C4. Wenn ich das hier fortführe auf den anderen Zellen, beispielsweise nochmal durch STRG C und STRG V, dann ist das Ergebnis genau das gleiche. Es ist wieder der relative Bezug und diesmal B5 mal C5. Ich kann das fortführen, STRG V, und Sie sehen, dass ich hier jetzt E6 mal C6 berechne. Jetzt kann ich dieses Kopieren auch noch auf andere Weise durchführen. Ich lösche dazu mal. Ich gehe auf diese Zelle und ich ziehe jetzt an diesem kleinen Quadrat rechts unten in der Zelle das einfach nur nach unten. Dann wird kopiert in gleicher Weise und Sie sehen, dass hier wieder diese gleichen Werte wie vorher auch schon ausgerechnet werden. Das kann man nutzen, wenn man größere Tabellen hat, wenn man Werte mit größeren Tabellen hat, eine Formel in einer Zelle rechts oder links oben irgendwie und dann kann man das runterziehen und man kann dann diese Formel anwenden auf alle anderen Zeilen, die vielleicht auch auf gleiche Weise irgendwie ein Berechnungsergebnis erfordern. So viel also zu den relativen Bezügen. Der relative Bezug wandert sozusagen mit dem Kopieren mit. Und jetzt könnte es aber sein, dass ich hier vielleicht bei einer Multiplikation
einen Wert auch festtackern möchte. Also beispielsweise möchte ich jetzt hier alles, was ich multipliziere, mit 100 multiplizieren oder mit einem Faktor multiplizieren. Und dann gebe ich das hier auch in dieser Formel an. Ich beziehe mich auf diese Zelle und lasse mir das ausrechnen. Jetzt habe ich aber ein Problem, denn wenn ich das jetzt hier auch runterziehe auf die anderen Zellen, dann passiert plötzlich etwas Seltsames. Warum passiert das? Weil sich dieser Bezug auf die 100 mitbewegt nach unten. Und das bedeutet, dass wir also hier in die Multiplikation die Zelle A3 einbeziehen. A3 ist diese Zelle, da steht nichts drin, mal 0 wird also multipliziert und damit taucht hier das Ergebnis 0 auf. Genauso auch wie bei den anderen Zellen. Wie mache ich das also jetzt, wenn ich hier sagen möchte, bitte, liebes Excel, halte für das A2 diesen Wert fest auf dieser Zelle A2. Auch wenn ich runterschiebe, runterziehe, soll hier bitte auf A2 festgetackert bleiben. Das kann ich erreichen durch die absolute Adressierung von Excel-Zellen. Ich schreibe einfach dieses Dollarzeichen hier vor die Adresse A2 in der Spalte und der Zeile, also vor das A und vor die 2. Ich drücke Enter. Das Ergebnis ändert sich erstmal nicht. Wenn ich aber das jetzt runterziehe, anwende sozusagen auf die anderen Zeilen, dann sehen Sie, wird dieses Ergebnis hier die Werte ändern. Und ich schaue rein in die einzelne Zelle. Hier an dieser Zelle ist also für die Berechnung wieder der Wert in A2 eingesetzt worden. Genauso auch wie hier. Und in der letzten Zelle. Das heißt, ich habe hier mit diesem Dollarzeichen festgetackert auf der Spalte, Spalte A, und auf der Zeile, Zeile 2, um hier diese Multiplikation mit der 100 immer für alle Zeilen durchzuführen. Und genau das Festtackern, das kann ich jetzt auch getrennt für Spalte und Zeile machen. Das heißt, ich kann dieses Dollarzeichen jetzt nur an der Spalte anwenden, also nur bei A. Und dann würde bei einem Bewegen nur auf der Spalte festgetackert bleiben. Wenn ich dann also die Formel irgendwie nach rechts bewege, nach rechts kopiere, wird die Spalte festgetackert bleiben. Die Zeile allerdings wird sich mitbewegen. Genau das Gleiche ist auch umgekehrt möglich. Ich könnte auf der Zeile festtackern. Und dann würde immer das in Zeile 2 befindliche angezogen werden. Aber auf der Spalte wird nicht festgetackert. Die Spalte bewegt sich dann also mit. Bei bestimmten Berechnungen, wenn man matrizenartig seine Werte organisiert, braucht man solches Mitwandern oder eben auch so ein Festtackern. Und dann kann man hier die Dollarzeichen auch getrennt einsetzen. Wenn wir über absolute und relative Bezüge sprechen, dann können wir uns an dieser Zelle auch gleich, an dieser Stelle auch gleich Gedanken machen, wie wir Zellbezüge herstellen, die in eine andere Tabelle, in ein anderes Tabellenblatt hineingreifen sollen. Also beispielsweise habe ich hier ein zweites Tabellenblatt und da steht in dieser Zelle A2 der Wert 23. Und jetzt habe ich hier vielleicht verschiedene Werte in dieser Tabelle 2 und möchte die in die Tabelle 1 einfließen lassen. Das kann ich ganz einfach tun, indem ich hier mit dem Ist-Gleich wieder anfange. Excel erkennt, es soll um eine Formel gehen. Und dann gehe ich in diese Tabelle 2, klicke auf diese betreffende Zelle und es wird mir hier die Zelle, die Zellbezeichnung A2 eingetragen und davor kommt noch die Bezeichnung der Tabelle. Also Tabelle 2, getrennt durchs Ausrufezeichen und dann A2. Ich gehe zurück in die eigentliche Tabelle, wo ich einfügen möchte. Und hänge beispielsweise noch ein mal 42 an und dann wird mir das ausgerechnet. Und ich sehe, dass ich hier mich bezogen habe auf die Zelle aus der Tabelle 2, A2, und auf die 42, die ich hier als Faktor angegangen habe. Entsprechend das Ergebnis. Also noch einmal kurz zusammengefasst. Sie haben die Möglichkeit, mit relativen Bezügen zu arbeiten. Hier
B3, C3 beispielsweise, relative Bezüge wandern mit dem Kopieren, mit dem Verschieben der Formel. Sie haben die Möglichkeit, hier festzutackern an bestimmten Zeilen oder Spalten. Oder wenn Sie an beidem festtackern, dann auch an der Zelle, die Sie dort auswählen, insgesamt festgetackert. Und schließlich haben Sie die Möglichkeit, auch tabellenübergreifend Werte einzubeziehen. Und dann wird Ihnen hier bei der Adresse die Tabellenbezeichnung mit angegeben und die entsprechende Tabellenzelle aus der anderen Tabelle. Und Sie können das ganz normal verwenden in Formeln, so wie Sie das auch mit anderen Zellen machen.